Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute backe ich Brötchen, aber auf ganz andere Art, ohne Weizenmehl. Dieses Rezept hat unsere Mädels in unserer Abnehmchart gepostet und heute habe ich mir entschieden, die ausprobieren und gleich aufnehmen. Und wenn die so gut schmecken, wie das Mädels schreiben, dann werde ich das Video hochladen. Und ist das so? Ich habe die gebacken, die sehen richtig toll aus, richtig weich und werden jetzt so schnell zubereiten, ohne gehen, ohne Wartezeiten, gar nichts. Es wird es Teig zubereitet und gleich sofort wird gebacken. Nach 30 Minuten haben wir leckere Brötchen auf dem Tisch. Und jetzt werde ich euch zeigen, wie werden die gebacken. Als erstes müssen wir eine Mehl zubereiten aus Sonnenblumenkerne und Chiasamen. Wenn ihr natürlich habt eine Küchenmaschine, da kann man da schön eine Mehl machen. Habe ich auch eine, aber die, welche nicht haben, wird so ein Gerät wirklich hilfreich. Dieses Gerät habe ich von Anfang an, wo die wurden in Werbung, im Fernsehen und überall sein, habe ich dieses Gerät. Und ich benutze ihn, muss ich ehrlich sagen, fast jeden Tag. Ob das Smoothie oder auf einmal habe ich vergessen Puderzucker. Dann habe ich den Zucker reingemacht und mit dem habe ich Puderzucker gemacht. Die Semmelmehl gemacht oder Nüsse gemacht. Alles Mögliche, sogar Kaffeebohnen habe ich hier gemahlen. Und ich werde jetzt versuchen, mit diesem Gerät auch jetzt Mehl zu machen. In dem Gerät habe ich die Tage auch meinen Huhn gemahlen. So, da haben wir schon fast Mehl. Brauchen nicht, Lena, ist schon alles komplett. Es funktioniert wunderbar, würde jeden raten, so ein Gerät. Es ist natürlich keine Werbung, aber ich meine, in laufenden Jahren habe ich mit denen wirklich so viele gute Erfahrungen gehabt. So, das haben wir. Jetzt brauchen wir 4 Eier, dann brauchen wir Quark. Ich werde gleich hier ausmessen, dass ich nicht zu viel Schalen hier habe. Die ganzen Zutaten werde ich unten in die Beschreibung wie immer schreiben. Dann kommen wir nicht durcheinander. Und körnige Käse oder Hüttenkäse, wenn ihr findet. Werden wir das jetzt alles gut verrühren. Dazu geben wir Prise Salz, Backpulver. Erstmal auch umrühren. Dann Backpulver kann sich entfalten und Quark und Frischkäse, diese Säurungsmittel. Und jetzt geben wir Mehl, unsere selbstgemachte Mehl. Und dann noch dazu kommen die Flohsamenschalen. Das kann man in Drogerie kaufen. Werden wir das alles gut verrühren. So, und lassen wir jetzt kurz stehen und machen wir unseren Ofen auf 170 Grad Umluft zum Vorheizen. So, der Backofen hat schon seine Temperatur erreicht, 170, jetzt können wir Brötchen formen. Wenn es das bisschen gestanden Teig und ihr habt gesehen, es war ziemlich so eine flüssige. Jetzt könnt ihr sehen, diese Konsistenz. Die Flohsamen und die ganze Kerne aufgegangen und jetzt haben wir einen schönen festen Teig, welchen können wir jetzt formen als Brötchen. Ich habe mir hier ein bisschen Wasser hingestellt, dass ich die Hände nass mache, das ist besser dann zum Brötchen formen. Für die, für Sinne zum Beispiel, oder für die, welche nur 2 Personen sind und wollen nur ein paar Brötchen machen, die kann man auch in Mini-Backofen ausbacken, dann nimmt man einfach nur die Hälfte von diesem Rezept. Dann habt ihr 4 Brötchen. Es kommt nach der Größe, wie groß unser Brötchen soll sein. Eigentlich soll 6 Brötchen. So werden wir jetzt unsere Brötchen etwas andrücken. Wenn ich das mit Wasser befeuchte, dann können wir noch ein paar Kerne obendrauf streuen.
mache 3 Brötchen mit Sonnenblumenkerne und 3 Brötchen mit Sesamsamen. So, und geht jetzt in den Backofen für so 30, vielleicht 40 Minuten. Muss man sehen nach Art der Ofen. Super, die 30 Minuten sind vorbei und ich sehe, dass meine Brötchen sehen richtig knusprig aus. Sehen richtig lecker aus. Jetzt brauchen wir, dass die abkühlen sich. Oh, sie sind schön weich und leicht. Das ist ein super Rezept, Mädels haben geschickt. Jetzt warten wir, bis die abgekühlt sind und dann schneiden wir eine auf. So, liebe Freunde, unsere Brötchen haben sich abgekühlt und die sind so weich. Jetzt werden wir es aufschneiden und kommt jetzt die Stunde der Wahrheit. Wie schmecken unsere Brötchen? Schauen Sie, richtig ist so luftporiger Teig geworden. Richtig super. Jetzt machen wir was drauf. Ich probiere für euch und sage euch wirklich ehrlich. Was kann ich sagen? Lecker. Der Teig ist wirklich unwahrscheinlich weich und schmeckt durch das diese viele Eier da drinnen. Nach Eier schmeckt das nicht. Kann nicht beschreiben. Es schmeckt einfach. Ihr müsst das ausprobieren und dann wisst ihr genau, wie so es schmeckt. Aber empfehlenswert. Dann wünsche ich euch, liebe Freunde, viel Spaß beim Backen. Einen guten Appetit wünsche ich euch danach und bis zum nächsten Mal. Tschüss!